sind jetzt live für euch da. Ich bin die Sophie Can, neben mir sitzt die Marina Tabakovic. Herzlich willkommen. Das wird eine durchaus spannende Partie. Wir haben auf der rechten Seite Melissa Mosser als Verteidigerin, im Sturm die Julia Holler. Und auf der anderen Seite die Ekaterina Sabolescu mit der Milin Tran. Jetzt wird nur der Tisch eingerichtet, wie er gehört. Auf der linken Seite steht die amtierende Einzel-Galando-Weltmeisterin. Gestern hat die Ekaterina im Einzel gewonnen. Und die Lin ist aktuell die World Cup-Siegerin im Einzel. Die Multitable-Weltmeisterin im Einzel. Aber auf der rechten Seite haben wir auch schon ein paar Titel bei der Melissa. Absolut. Also das wird definitiv spannend. Wir spielen Best of Five. So, es geht auch los, glaube ich. Jetzt den Ball rauslassen. Deswegen konnte ich den aber gleich kalten. Ja, da ist der Fleck am Ball. We need an international referee at the tournament table. Schiedsrichter ist keiner am Tisch. Nein, ich kann mal ohne Schiedsrichter. Gibt es vielleicht einen Schweizer Schiedsrichter, der frei wäre? Ah, etwas glücklich reingefallen. Die Katharina ist richtig gestanden. Die Lin ist eine sehr gute Multitable-Spielerin. Das heißt, Galando. Ich glaube, dass sie auch einen Galando zu Hause hat, glaube ich. Sie hat vielmal auf Galando gespielt. Ja, ich glaube, mittlerweile hat sie wieder abgebaut. Okay. Aber es wirkt eigentlich eh so, als ob sich die Lin auf gar keinem Tisch so richtig schwer tut. Das ist richtig. Fühlt sich auf jedem Tisch wohl. Aber Melli auch sehr Druck von hinten. Für Druck jetzt schon. Und wir brauchen einen Assistant. Rich, yes, Rich, ich glaube, noch ist das Timing anscheinend nicht da bei der Lin. Ich glaube, die muss erst noch ein bisschen ins Spiel reinfinden. Es ist ja doch jeder Tisch ein bisschen anders zum Spielen, obwohl es der Galando ist. Julia hat super der Ball gefunden, den Griff von der Lin, finde ich. Ja, voll. Ist doch sehr gut, finde die Ekaterina deckt halt auch. Sehr gut, da ist es gar nicht so einfach, die Tore zu schießen. Wenn du da jetzt nicht immer sauber triffst, ja, dann wird es halt schwer, Tore zu machen. Auf jeden Fall. Es muss sauber sein, es muss eine Geschwindigkeit haben. Ja. Und es muss wahrscheinlich, man muss variieren können. Wir brauchen einen Referee zum Seitnehmen, nicht aus Österreich. So, jetzt hat er wenig die Chance, auf 2-1 zu stellen. Melli macht das gerade sehr, sehr gut. Melli hält sich sehr gut, finde ich, ja. Ich glaube, sie hat beim World Cup auch Einzel gegen sie gespielt, gegen die Lin. Man hat auch gesagt, sie hat sich ganz wohl gefühlt beim Verteidigen. Ah, okay, der war offenbar drinnen. Da sind sich alle vier einig. Und von da ist es ein bisschen schwer zu sehen. Ich weiß noch, von der Partie vorher sind auch einige rausgesprungen. Am Einzeltisch. Am Einzeltisch, okay. Genau. Okay. So, jetzt ja, haben wir eine Souveräne. Ne? So, Timeout jetzt von. Ja. Ja, beim 3-0 ist ja doch flott jetzt gerade. Ja. Da musst du eh einen Timeout nehmen. Also mal schauen, dass die Gegner aus dem Spiel rausholst. Sich selbst auch sammeln. Mhm. Die zwei blauen Damen machen gerade einen sehr guten Job. Ja,
die Lin lässt sich halt bei sowas auch nicht aus der Ruhe bringen. Nein. Also die spielt trotzdem ihr Spiel weiter. Was es mir bei ihr so gut gefällt, schön, ist halt einfach, dass sie immer ihr Spiel spielt. Ja. Mental auch stark. Mhm. Schöner Pass von der Julia. Die Kate macht das eigentlich recht gut. Sie steht eng zusammen und wartet dann drauf, zwingt einen, dass man lang schießt und dann aussieht. Die Julia hat jetzt ein bisschen versucht, mit Tappen das aufzumachen. Den konnte sich den nicht stoppen. Aber von der 5 her sind sie relativ ausgeglichen, finde ich. Ja. Ah, Timingwechsel. Jetzt haben wir 4-1 Führung. Die Linie ist halt einfach so technisch stark. Ja. Und sehr sauber. Ja, voll. So, jetzt ist der Satzball der mögliche. Ja. Und das erste Timeout. Wir brauchen einen Zeitschiri für Tisch 38. We need a time ref for table 38. Ist da? Mani? Julio? Ja, ich hab's gewusst. Sehr schön. Immer wenn die Melli so ein Tempo hinten hat, ja, da kommt was Gutes kommt dabei raus. Kombo raus, ja. Hat die Melli auch gemerkt, die Julia hat jetzt ein bisschen Druck. Das heißt, die Melli hat jetzt wirklich schön von hinten rausgeschossen. Voll. Damit eben hoffentlich ein Tor daraus entsteht, damit die Julia nicht so einen Druck hat. Das ist das Gute an der Melli. Sie ist halt ein so druckvoller Verteidiger. Ja. Die Melli macht so unglaublich viel Druck. Auf jeden Fall. Immer nämlich. Immer, ja, das ist ja das. Die Lin nutzt die Zeit und spielt sich weiterhin ein. Ja. Aber sehr guter Start für Julia und Melli, ja, die eigentlich am Papier die Außenseiter sind. Richtig, ja. So, wir sind ja live am CFÖ-YouTube-Kanal. Ich glaube, dass Tisch 2 auch auf einen YouTube-Kanal gestreamt wird. Aber Table Soccer Austria, glaube ich, müsste man dafür eingeben. So, jetzt geht es da auch weiter. Marcel Hartmann, Markus Superlitz gegen Jörg Hans und Raphael Ampel. Tisch Nummer 18. Hartmann Superlitz gegen Hans Ampel, Tisch Nummer 18. Das schönes Tor. Und die Körpersprache von der Linie ist halt jetzt auch natürlich gewinnt das. Ja. Da ist mehr Energie. Da weiß sie, dass sie jetzt dahinter bleiben muss. Ja. Bei 2-0 Rückstand wäre natürlich schwierig auf dem Galando. Okay, es hat offenbar einen Schlag gegeben. Okay. Link gibt sie wahrscheinlich auf die 5 zurück, ich dass es eine auch Wiederholung ist. Jetzt müssen sie halt überlegen, ob sie sich einig werden oder ein Schiedsrichter her muss. Ja, voll.
Also oft ist es dann nach so einer Diskussion einfach besser, man holt sich einen Schiedsrichter. Genau, ja. Dann muss man sich selbst nicht damit beschäftigen und rumplagen mit Diskussionen. Aber klar. Das ist eine wichtige Partie. Erstens das und zweitens ist es wahrscheinlich für die Linnen anders, weil auf Leo, wenn du an die Banne pumpest, passiert nicht so viel, der Galando schon. Genau, der Galando ist da sehr empfindlich. Wenn das im richtigen Timing ist, dann ja, reicht schon ein kleiner Schlag eigentlich aus. Ich an ihrer Stelle würde jetzt entweder einen Schiri holen oder ich würde einfach weiterspielen, weil der Ball eine Entscheidung treffen und einfach weiter. Genau, weil sonst kommt man aus dem Spiel. Genau. Aber sie scheinen ja eine Lösung gefunden zu haben. Julia macht defensiv einen super Tor. Und die Linde einfach so viele saubere Optionen hat, ist halt gar nicht so einfach, richtig zu verteidigen. Auf jeden Fall. Jana Sankova, Andrea Icavare gegen Viktoria Ackerl. Super Stimmling, die Melli. Sankova, Icavare, Ackerl, Berger. Die Melli hat ein gutes Gespür. Ja. Schade, wie man sie jetzt darf nicht kontrollieren sich jetzt rausbringen lassen. Aber der Klatsch ist gleich wieder ein. So, wir haben 2-0 Führung. Ja. Ich glaube, das wird ein Pass. Das ist halt immer schwierig bei dieser Deckung. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Generell, weil du mehr davon abdeckst. Aber der Pass ist halt offen, den muss man dann halt nicht fahren. Ja, die Julia muss jetzt einfach dranbleiben. Genau, einfach nicht rausbringen lassen. Genau, schön cold hat sie sich denn jetzt. Genau. Sie darf halt nicht verzweifeln, das ist auf jeden Fall wichtig, genau. Weil die Kathi ist, wie gesagt, eine Verteidigerin, die richtig, richtig gut haltet. Ja. Und da darf man halt nicht dann depressiv werden, weil halt nicht jeder Schuss geht, sondern vielleicht nur jeder dritte. Ja, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man gegen die Ekaterina spielt. Ja. Da muss man einfach davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder Schuss da drin sein wird. Auf jeden Fall. Gott sei Dank ist aber auf der anderen Seite die Melli auch, die gut hält, wie man hier sieht. Also. Ja. Es ist relativ ausgeglichen. Auf jeden Fall. Auf der 5 sind sie sehr ausgeglichen. Beide Verteidiger halten super. Ja, das ist halt das Spiel jetzt, glaube ich, der Stürmer, wer zuerst einen Weg findet, beim Verteidiger Tore zu machen. Die Deckung umgestellt, die Julia steht jetzt kurz, damit der Pass nicht offen ist. So, da sehen wir jetzt die Wiederholung. Schneller Ping abwärts. Hat ihn in der Zwischenzeit blocken können. Ja, das der war wichtig, dass sie dranbleiben. Ja. Der war aber leicht schräg, glaubst du, war der absichtlich? Ich weiß, dass sie den trainiert. Ja. Und ich schräg in beide Richtungen. Ich habe vorhin nämlich draußen mit der Julia gesprochen. Und natürlich habe ich ihr ein paar Tipps gegeben, wie die Kathi halt verteidigt und so. Und sie hat gemeint, sie wird auf jeden Fall auch zwischendurch mal probieren, ganz einen kurzen zu schießen. Ich glaube, das war dieser Versuch, der war halt leicht schräg zurück. Ja. Das passiert, glaube ich. Das
kann sein. Aber so wie du sagst, wenn du ganz kurz ziehen möchtest, kann das natürlich passieren, dass er dann steht. Ja. So, 4-2. So, jetzt sehen wir nochmal den Satzball. Schön gewartet. Ja, und die Lin nutzt schon wieder die Zeit und spielt sich an. Ja. Ich glaube, die Julia nutzt die Zeit eher mehr, um Energie zu tanken. Was zu überlegen. Es geht weiter. Dritter Satz. Okay. Schön. Ich habe jetzt auch versucht, schnell zu schießen, Julia. Ja, an sich ist so ein Timing-Wechsel ja nie eine schlechte Idee. Jetzt haben sie aber die Deckung auch umgestellt, damit sie jetzt nicht mehr Pässe bekommen. Genau. Weil ihr könnt jetzt auch eigentlich versuchen zu passen, weil sie haben ja ein gutes Passschutzsystem, die Melli und die Julia. Das ist lange Zeit. Schöne Kante. Ah, da hat sie den Pin probiert. Ja. Der hat vorher funktioniert. Aber jetzt passt die Ekaterina auf. Thomas Wagner, wenn du kannst, hier kurz zu mir. Hat ja derweil wenig Bälle rauslassen. Mhm. Melli, glaube ich, auch noch den einen am Anfang. Ja, richtig. Eigentlich spielen alle vier Damen sehr gut momentan. Ja. Nichts zum Aussehen. Lin findet jetzt besser rein. Das hatten wir im letzten Set auch. Ja. Ich glaube, es wird auch bald ein Pass kommen von Amelie. Ja. Gesagt. Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang mit der Melli spielen dürfen. Ja, und da ist es angekommen. Die Ekaterina hält gerade jetzt sehr gut. Das ist jetzt. Versuche umzusteigen auf Zug. Das ist sicher keine schlechte Variante. Ja. Nein. Wenn du mit dem Snackbot wohlfühlst, aus irgendwelchen Gründen. Das Timeout auf der rechten Seite von Melli und Julia. Eine 3-0, ja. Von Melli und Julia wäre es jetzt wieder wichtig, wenn die Melli wieder ein bisschen mehr haltet. Ja. Sie hat am Anfang ganz, ganz stark gehalten. Jetzt hat sie einen Weg gefunden, wie sie genau. wechseln. Auch keine schlechte Option. Melli ist ja auch immer gefährlich.
Die Lin sagt der Kathi sicher, sie muss auf die 5 aufpassen. Ja, und auf Oldschool vorne. Ja. Schöner Brush. Ja, ah, sehr schön. Schauen wir mal, ob das noch drauf ist. Ja, gerade ja. Noch. Sehr gut. Lin hat schon eine sehr, sehr starke 5, muss man sagen. Ja. Und das erste Timeout. Sie spielt ja eigentlich auf den Galando. Die Bässe, die sie spielt, spielt sie ja auch technisch sauber. Nur bei dem Tisch ist es halt einfach anders als beim Leo, dass er halt oft dann nicht da bleibt. Einfach das Kleinigkeiten, stimmt, wie man die Hand haltet, einfach viel ausmachen. Auf dem Leo würde, glaube ich, das nicht passieren. Der Leo verzeiht einen Bass, genau, dass, wenn sie ihn perfekt durchgespielt hat, dass er dann weg ist. So, ich bin gespannt, ob die Melli nach hinten geht oder die Julia. Weil die Melli hat ja die letzten Klarinett halten können. Mhm, die Julia bleibt auch hinten. Auch eine super Verteidigerin. Ja. Thomas Wagner, wo auch immer du bist, ich brauche dich. Julia verteidigt schneller jetzt als die Melli. Mhm. Kann ihn leider nicht bei sich behalten. Ein Schräger. Ja, ich glaube, nicht Absicht war. So, wir haben 4-1. Und 2-1. Ziemlich flotter Satz. Schön geschossen. Und die Lin steht wieder am Tisch, spielt sich ein. Aber so hat jeder seine Gewohnheit. Es gibt manche Menschen, die spielen sich nie ein. Aber gewinnen trotzdem. Ja. Du, Marina, nein, ich spiele mich schon ein. Aber es gibt so manche Kandidaten, aber die finden ja trotzdem ihre Person. Ja. Ich glaube, wenn du so Rituale hast, dann natürlich ist das nie was Schlechtes. Melli steht jetzt auch am Tisch und spielt sich ein. So, 2-1 setzen. So, es geht los. Schöne Deckungspass. Ja. Melli verteidigt jetzt auch schneller. Ja, der war zwischendurch drin und mir vor. Ja. 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 So, Julia muss ich einen Deck. So, jetzt muss ich Gas geben. Auch die Kaffee wackelt jetzt schon schneller. Ja. 2-0. Ja, der war auch dazwischen. Schon durchgespielt. Sehr schön, ja. Ja. Also ich glaube, es kennen viele das Gefühl, gegen die Kante schießen zu müssen und das nicht zu treffen. Ja. Und auch so wie du gesagt hast, einfach nicht verzweifeln. Das ist natürlich leichter gesagt, wenn man jetzt von Weitem zuschaut und das jetzt sagt, aber irgendwann gehen ja die Löcher auf. Man muss nur geduldig sein. Richtig. Ich glaube, die Julia müsste sich einfach mal eine richtig lange Zeit lassen. Ja, das sind jetzt die Melli sogar hinten umgestellt. Ja, voll. Aber der war noch lang drüber. Der war lang drüber. Ja. Schön macht sie das. Wir haben
3:0. Jetzt hat die Linie schön eingeladen. So, jetzt ist schon eine Zeit, dass die Melli wieder eine Granate raushaut. Ja. Sehr schön, ja. Passt hier. Aufwärtskurbler, leicht schräg leider. Aber drüber. Drüber. Und in der Situation auch wichtig. Schön abgewartet. Schöner Bounce Pass von der Julia. Ja, ich glaube, ich bin zu uns aber getroffen. Da rauf, da runter. So, schauen wir, ob die Kate noch eins schießt. Da haben wir schon einen Matchball auf der Seite. Ein schöner Schläf, leider nicht. Ja, aber Julia hat ihn auf die 3 catchen können. Sie will ihn halt unbedingt jetzt reinmachen. Ja? Ja, das schießt ja, sie so schnell. Genau. Ja? Das ist halt, man kommt ja dann immer in dieses Rudeln rein, weil genau, je enger die Partie wird, desto mehr will man ja genau auch Tore machen. War schöner. Ekaterina halte ich wahnsinnig gut. Ja. Julia müsst wirklich mal bis 12 zählen oder so, genau, und dann erst schießen. Ich finde, beide haben eigentlich sehr gut gespielt. Ja. Lin hat schneller einen Weg gefunden, die Tore zu machen. Genau. Ich glaube, das war der einzige Unterschied. Sonst die auch vom Rausschießen und Verteidigen und Defensive 5, ja, Offensive 5 waren sie sich sehr ebenbürtig. Sehe ich auch so. Okay, meine Lieben. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis bald.